das war eigentlich der Schlussredner, der von den Naturfreunden Uwe Hicks, der heute leider nicht da sein kann, hat aber eine Grußbotschaft an euch geschrieben. Die lese ich dann jetzt vor und hoffe, dass dann Nancy bis dahin hier ist. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, Uwe ist übrigens Mitglied im Bundesvorstand der Naturfreunde Deutschlands. Leider kann ich nicht hier sein, da ich bei einer Veranstaltung der Naturfreunde gebunden bin. Ich wünsche euch allen die Kraft, damit wir diesem Angriff der imperialistischen Staaten ein sichtbares Zeichen entgegensetzen können. An allen Ecken und Enden zeigen die Herrschenden ihre imperiale Fratze. Der US-amerikanische Präsident ruft den Notstand aus, um gegen die Verfassung den Haushaltsplan des US-Kongresses außer Kraft setzen zu können, damit er eine Mauer gegen Menschen bauen kann. Die Regierungen der Staaten der EU bauen die Festung Europas aus und nehmen sehenden Auges hin, dass nahezu jeden Tag Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen. Die NATO-Staaten planen das größte Aufrüstungsprogramm ihrer Geschichte und weigern sich auf der anderen Seite, den Menschen, die in vielen Regionen der Welt verhungern müssen, ernsthaft zu helfen. Und diese Regierungen und Staatschefs wollen uns und den Menschen in Venezuela erzählen, was Humanismus und Demokratie ist. Die Herren Trump, Juncker und auch Frau Merkel sollten sich schämen. Die Regierung Maduro hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten mehr für die internationale Solidarität und die Bekämpfung der Armut getan als alle Regierungen der imperialen Staaten zusammen. Während diese Regierungen die Entwicklungsmöglichkeiten der Staaten des globalen Südens durch ihre neoliberale Handelspolitik zerstören, hat die Regierung Venezuelas durch konkrete Hilfen den Staaten und Menschen des globalen Südens beigestanden. In der heutigen Krise des Kapitalismus haben seine Helfershelfer zum Angriff auf alle Regierungen geblasen, die sich den ungehemmten Angriffen der imperialen Staaten des globalen Nordens entgegenstellen. Regierungen, die einen eigenen Weg unabhängig vom Kapitalismus gehen wollen, sollen weichen. So auch die demokratisch gewählte Regierung von Venezuela. Liebe Genossen und Genossinnen, wir müssen der kubanischen Regierung dankbar sein, dass sie die Aufmarschpläne der US-amerikanischen Militärs an den Grenzen Venezuelas aufgedeckt haben. Gemeinsam müssen wir uns diesen imperialen Angriffen entgegenstellen. Wir haben die Geschichte der US-amerikanischen Angriffe gegen demokratische Regierungen nicht vergessen. Wir erinnern an die Ermordung von Salvador Allende und die Ermordung vieler tausender Kommunisten und Kommunistinnen, Sozialistinnen und Demokratinnen durch die von den USA unterstützte Militärjunta in Chile. Wir erinnern an die mehr als 58 Jahre andauernde völkerrechtswidrige Blockade gegen Kuba. Wir erinnern an den Krieg der Contras gegen die sandinistische Regierung in Nicaragua, der 1990 zum gewaltsamen Sturz der Regierung führte. Wir erinnern an den demokratisch gewählten Präsidenten Patrice Lumumba aus dem Kongo, der durch einen von den USA organisierten Putsch abgesetzt und ermordet wurde. Wir erinnern an den völkerrechtswidrigen Überfall auf Jugoslawien vor 20 Jahren. Wir erinnern an den Überfall auf den Irak mit mehr als 1 Million Toten. Wir erinnern an den Überfall der NATO auf Libyen mit Zehntausenden Toten und an die Ermordung von Muammar al-Gaddafi. Wir erinnern an die massenhafte Ermordung von Zivilisten durch völkerrechtswidrige Drohnenangriffe in Afghanistan, Jemen, Pakistan und Somalia. Wir erinnern an die völkerrechtswidrige Lieferung von Waffen an oppositionelle Gruppen in Syrien durch die USA und die europäischen Staaten. Seit vielen Jahrzehnten verletzen die USA, die NATO und die EU-Staaten systematisch das Völkerrecht. Auch jetzt versuchen diese Staaten mit völkerrechtswidrigen Mitteln eine ihnen nicht genehme Regierung zu stürzen. Wir sprechen der demokratisch gewählten Regierung Maduro unsere Solidarität aus und werden uns gemeinsam diesen völkerrechtswidrigen Angriff
der imperialen Staaten entgegenstellen. Unsere Solidarität gehört den Menschen in Venezuela, die sich diesem imperialen Angriff entgegenstellen. Gemeinsam werden wir diesen Angriff abwehren. Venceremos.